Puh. Doppelter Fehlschlag. Der Spieler verliert 5 Gold für jeden Fehlschlag und 10 Gold für jeden enormen Fehlschlag. Die erzieht oder die generell da ist. Schmugglerhafen. Der Hafen von Holmburg besteht aus kaum mehr als einigen aus dem Wasser ragenden Holzpranken. Er ist ein Sündenfuhl. Besucher und Fragen werden offensichtlich nicht gern gesehen. Du verbringst einige Zeit damit, dich mit den Arbeitsweisen des Hafens vertraut zu machen, um einen Zugang zu Informationen zu finden. Du kannst 3 Wege ausmachen, um mehr über die verschwundenen Schiffe zu erfahren. Stiehl einige Ladungsverzeichnisse, bestich einen Arbeiter oder hilf einem Kapitän, seine Sorgen zu ertränken. Den Seemann können wir leider nicht mehr bestechen. Mit dem Kapitän trinken könnten wir aber. In dem Loch, das sich in dieser elenden Stadt als Wirtshaus bezeichnen darf, findest du eine Kapitänin, die offenbar gerade ihre Sorgen im Alkohol ertrinkt. Diese müssen besonders erdrückend sein, denn sie lindert sie mit dulesischen Brandy. Du rückst deinen Barhocker neben den ihren und erkundigst dich nach ihrem Kummer und versuchst zu erfahren, was sie wohl über die verschwundenen Schiffe weiß. Du merkst genau, dass die Kapitänin etwas weiß, doch sie vertraut es dir noch nicht an. Jedoch scheint es ihr zu gefallen, einen Trinkkumpan zu haben. Trinke weiter. Du leerst ein weiteres Glas. Es braucht erstaunlich wenig, damit die Kapitänin dir frei heraus von dem verschwundenen Schiff und ihrer eigenen Angst erzählt, dass sie und ihr Boot als nächstes dran sein könnten. Die Kapitänin verrät dir nur ein Wort, Beutelschneider, und weigert sich, weiter über die Angelegenheiten zu sprechen. Du beschließt, zurück zu Carlo in Landrattennest zu gehen und zu sehen, was er mit dieser Information anfangen kann. Das Zeichen gehört dir. Ja. Yippie. Und wir holen uns Gold. Gleich direkt auf einem Laden. Wir gucken mal rein. Mal gucken, was es hier so gibt. Den Meisterring, nee. One ring empowered by Helm all other rings. It is only regrettable, und die zehrende Scham. So few fingers. Schade, dass du nur so wenige Finger hast. 10. Ich könnte 10 Ringe tragen. Naja, sagen wir 8. Und Daumen trägt man jetzt eher nicht so. Die Liebenden haben wir doch schon gehabt. Biete Hilfe an, verweigere die Bezahlung, weigere dich hineingezogen zu werden. Eines Tages wirst meine Liebste frei sein, klagt der junge Mann und beginnt wieder vor ihrem Fenster zu singen. Okay. Ist nicht unser Problem, wir machen da nicht mit. Nö. Ihn bestehlen wir vorsichtig mal. Choose from these options. Nein, enormer Fehlschlag. Oh Gott, wir werden dafür noch bestraft. Während du nach einem niedrigen hängenden Geldbeutel greifst, vergreift sich deine Hand im Zügel. Du wirst eine Zeit hinterhergeschliffen. 2 Verlustkarten. Nein, wir haben es doch nicht. Ha. Alter, wir haben es doch nicht so dicke. Nein. Eine Monsterkarte. Geh ihn aus dem Weg. Du nimmst den längeren Weg. Okay. Hallen des Toten Königs. 2 Monsterkarten. Staubbube und 3 Staub. Wir schleichen vorbei. Könnt ihr nicht versuchen mit einer anderen Option? Oh, fuck. Du versuchst dich durch die Schatten zu schleichen, stolperst über ein altes Schwert, schneidest und fällst zu Boden. Alter. Und dann müssen wir trotzdem noch kämpfen. Mit einer Schnittwunde. Wieso habe ich denn jetzt so wenig Glück irgendwie? Kann mir das mal jemand erklären? Bams.
so gucken, dass wir hier möglichst unbeschadet durchkommen. Oh, sagte sie und wurde getroffen. So. Wurde mal getroffen, weil es so schön war. Ach, Alter. Echt jetzt? Bams. Ist überhaupt schon mehr gestorben? Ja, der erste jetzt. Bams auf den Kopf. So. Alter, das überleben wir doch nicht. Wir sind so gut gekommen. So gut vorangekommen und jetzt das. Bams! So, komm schon. Ins Kreuz. So, mit 28 HP. Leck mich am Ärmel. Da müssen wir uns dringend heilen irgendwie. Puh, 3 Gewinnkarten. 25 Gold. 3 Rationen. Aber kein Leben dazu, ne? Warum auch? Reisender Juwelier. Unbedingt, ich brauche unbedingt irgendwelche Ringe. Kann man sich hier auch irgendwie heilen? Das wäre voll schön. Nein, kann man nicht. Tja. Dann laufen wir mal ein bisschen auf und ab. Auf dass wir uns heilen. Weil das ist mir sonst ein bisschen zu heikel. Gehen dran vorbei. So. Und noch einmal. So. Wir haben ja zum Glück genug Rationen. Und jetzt können wir hier drauf und sind wieder. Oh, mit teuflischen Fallen gespickt. Ein körperlose, scheinbar aus dem Himmel kommende Stimme spricht zu dir. Es heißt, man solle von seinen Träumen lernen. Glaubst du das? Wenn dem so ist, dann lautet die Lektion ganz klar, dass dein Leben unfair ist. Die Stimme lacht. Ein Elend nach dem anderen hier. Gucken wir mal, in welche Richtung wir gehen könnten. Vielleicht ist hier noch am sichersten. So. Wir sind Fallen. Okay. Oh. Das sind sehr lange Dornen wieder. Zweimal getroffen. Oh fuck, jetzt werde ich nervös. Muss aufpassen. Ja, wenn ich nervös werde, fange ich an, immer mehr Fehler zu machen. Und das können wir hier einfach nicht gebrauchen. Scheiße. Hat's mich noch echt an der Fußsohle erwischt, ey. So eine Kacke. Aber wir haben es überlebt. Wir brauchen nur jetzt ganz dringend Heilung wieder. Wir laufen also wieder ein bisschen im Kreis. Und kaufen uns Rationen. Oh, eine Monsterkarte mit 20 HP, Alter. Der hasst uns einfach nur. Das kann es doch jetzt nicht sein, im Laden von dem überfallen zu werden. Thank you.
Messer. Nein! Puh, 18 HP. Puh, aber wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir holen uns Rationen, dass wir noch ein bisschen auf- und abdackeln können hier. Oh, 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 Wunden heilen ist natürlich auch gut. So, ist natürlich besser. Ah, das ist zu teuer. Okay, gut, 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 dann war es das auch schon. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Huh, wir mussten jetzt ein bisschen im Kreis laufen, um sicher zu gehen. Riesiger Adler. Wir verstecken uns. Boah, ich habe keine Ahnung, aber es hat geklappt. Ich hatte es aus den Augen verloren. So, dann wir nutzen die Treppen. Head downwards, if you dare. Die Frage ist, wann sind wir jetzt da rein? Wahrscheinlich jetzt. Parasiten. Hunger verursacht mehr Schaden. The deeper you go, the harder things become. You close on your final foe. Jetzt geht's zu ihm, so wie es ausschaut. Regardless of who wins, know that I have enjoyed the game. Ein letzter Laden anscheinend. Wir gehen daran vorbei. Und begegnen dem Geber. Now we fight. Der finale Kampf, die finale Kampf, wie auch immer, mit dem Geber. Unzweifelhaft der härteste Test, dem du dich je unterwerfen musstest. Er ist nicht der erste Geber, doch keiner vor ihm war solch ein Meister. This is the way the world turns. Without change, there is only stagnation. So. Dann mal auf, würde ich sagen. Mit 50 Leben kämpfen wir jetzt gegen den Geber. Und ich bin sehr gespannt. Our final confrontation. Unsere letzte Konfrontation. I will not fall as easily as the other. Wir sind als Zwerg gegen ihn, oder was? Müssen wir den Händen ausweichen, oder was? The three rulers of the Court of Dust return once more. Was? The microcosm reflects the macrocosm. Alter! Bam, bam, bam. Wir hoffen, dass es kaputt geht. Puh, was für ein Kampf, gegen alle drei Idioten hier zu kämpfen nochmal. König Dame Bube. Und weg. Ja, trifft deine eigenen Leute durch. Deswegen habe ich jetzt gerade nicht angegriffen. Weil es kann nicht schaden, wenn die sich hier untereinander an die Kehle gehen. So, ja. Nur immer zu. Zeit, dass die zwei hier noch drauf gehen.
Der Bube ist tot. Zeit für die zwei hier noch zu sterben. Weg, 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 weg. Leute, dass ich jetzt gerade zu wenig rede. Ich bin so angespannt. Gut, der nächste ist tot. Fehlt nur noch der König höchstpersönlich. Alter. Ich möchte gern geheilt werden. Das wäre nur fair. Können wir jetzt angreifen? I have let you come too far. I have become soft. This is your death. So schnell konnte ich nicht reagieren. Ich habe nicht damit gerechnet. Scheiße. Q-Space. Oh. Nein. Wir haben Bube, Dame, König, Staub besiegt. Dead. Und dann habe ich Reflexe wie so ein Faultier und ja. Scheiße. Es geht schief. Q und Space. Also wir müssen damit rechnen, dass er dann selber uns mit Bomben bewirft und wir ausweichen müssen. Weil du es gewagt hast, den verfluchten Schatz an dich zu nehmen, erhältst du 30 Gold und den okkulten Ring. So. Naja. Für das Gewinnen in der Wirtshauswette erhältst du den schlagenden Ring. Für den Turm des Weißen Rates. Magierschlag und der Weiße Rat 5. Und, weil du Holmburg-Hafen infiltriert hast, das Landrattennest 2. Scheiße, wir waren so nah dran. Aber ich würde sagen, es war echt geil. Von daher, wir probieren es natürlich nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.